Gegen den Strom-Festival sind eine Reihe von Lahngemeinden von Diez bis nach Lahnstein zu einem einzigartigen Kulturprojekt verbunden. Gegen den Strom will verändern, Verborgenes nach oben spülen, neue Perspektiven eröffnen und vor allem Lust auf Kultur machen. Das Lahntal ist ein stilles, idyllisches, romantisches Tal mit wunderbaren kleinen Gemeinden, Fachwerkstädtchen. Diese Stille und Idylle bietet Voraussetzungen, zu sich selbst zu kommen und ist damit eine wunderbare Voraussetzung für unsere Kulturveranstaltungen. Schon wenn man sich von weitem Kloster Arnstein nähert an der Lahn, wirkt es wie ein magischer Ort auf einen. Es ist ein ganz wunderbarer Veranstaltungsort, auch mit seinem Pilgersaal, mit der fantastischen Kirche, mit dem Kreuzgang. Wir haben zauberhafte Veranstaltungen dort schon veranstalten können. Und Kloster Arnstein ist auch für viele Jahrhunderte geistiges und geistliches Zentrum an der Lahn gewesen. Und wir wollen dazu beitragen, dass es das auch in Zukunft wieder ein bisschen wird. Das Gegen den Strom-Festival beinhaltet Literatur, Musik, Philosophie, Religion und jetzt auch bald Tanz. Wir haben Veranstaltungen von einem Soloprogramm für einen Schauspieler bis zu der ganz großen Form, bis zu dem ganz großen Symphonieorchester. Wir haben Künstler aus aller Welt im Programm, wie Deborah Cole aus den USA, die schon Preisträgerin der Metropolitan Opera New York war. Im Christoph-Haberer-Projekt arbeiten internationale Spitzenkünstler auf höchstem Niveau zusammen.
Das Corona-Gitarrquartett aus Dänemark ist eines der besten Gitarrenquartette überhaupt. Die Veranstaltung mit Francesco Tristano war etwas ganz Besonderes, weil er selber als Künstler sowohl das klassische Fach beherrscht wie auch Technomusik. Das ermöglicht einen besonderen Zugang zur Jugend. Die Werkstatt Ebinger ist für unser Festival etwas ganz Besonderes gewesen. Zum einen sind dort die ganz großen Säulen von Friedensreich Hundertwasser entstanden. Friedensreich Hundertwasser hat er überall auf der Welt nach Werkstätten gesucht, die ihm einen bestimmten Farbton gestalten konnten. Und daher stammt er schließlich, als er fündig wurde, der Satz: Der beste Keramiker der Welt ist Ebinger. Und für uns war das ein ganz besonderer Ort, weil auch Burkhard Driest ein Theaterstück für uns geschrieben hat, was wir dort in diesen Werkstätten aufführen durften. Ich verstehe zwar nicht, warum das so sein soll, aber wenn das so ist, dann sollte man doch so schnell wie möglich die Länder zusammenschmieden. Das wollen die Politiker der Einzelstaaten nicht, weil sie dann ihre Jobs verlieren. Da gibt es ja dann keinen Weg. Doch! Die Wähler in Europa müssen aufgeklärt werden, sodass sie ihren Politikern den Auftrag geben, eine europäische Verfassung zu machen. Große Freude macht die Zusammenarbeit mit jungen Künstlern, die am Beginn ihrer Karriere stehen, wie das außergewöhnliche Frantic Percussion Ensemble. Jung und Alt trafen zusammen, als Martin Walser, Fabian Hemmelmann und Lara Jones die schöne Magelone von Brahms im Marmorsaal von Bad Ems auf wunderbare Weise gestalteten. Der Vater erschrickt, die Mutter weint, aber Peter erinnert den Vater daran, dass der in seiner Jugend auch ausgezogen sei. Hat er doch damals die Mutter in der Fremde gefunden und als Frau heimgefühlt. Er nimmt einfach die Laute von der Wand und singt den Eltern genau das vor, was der Harfenspieler ihm vorgesungen hat. Dass es doch keinen gereut habe, in frischer Jugendzeit durch die Welt zu fliegen. Mit Studenten des Mailänder Konservatoriums unter der Leitung von Benedikt Sauer konnten wir eine sehr berührende Traviata aufführen. Das Publikum jubelte. Gloria soli.
Auch in Zukunft wird gegen den Strom mit vielfältigen Veranstaltungen immer wieder Lust auf Kultur machen.